Welt zeigt mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe, aus dem Jahr 2023, das teilexklusive Feuerwehrflugzeug aus der Technikserie 42152, bestehend aus 1100 Teilen für 110 Euro Liste. Ganz genau so ist es. Ich habe es mir jetzt mal geschnappt. Teilexklusiv bedeutet, das ist bei Lego natürlich lieferbar, da kauft es keiner, und bei Amazon. Und dort gibt es das immer mal wieder natürlich im Angebot. Schlagt im Zweifelsfall dann zu. Es wird nicht ganz so sehr im Markt verdroschen, weil Amazon eigentlich, wenn keine Konkurrenz da ist, nicht so wahnsinnig in den Preisen runtergeht. Aber hin und wieder dippt es immer mal, schlagt dann zu. Wir haben ein Flugzeug. Das müssen wir uns natürlich mal angucken. Erstmal, glaube ich, damit wir alle wissen, worüber wir reden, messen wir es mal aus, oder? Starten wir doch damit mal, haben wir das gemacht. Und ich mache mir hier ein bisschen Platz und dann kriegen wir das alles hin. Komm, ich mache mir zuerst Platz. Da ist es weg. Das ist die Box. Das ist eine relativ kleine Box für ein 110 Euro Set. Was schön ist, denn sie ist relativ gefüllt. Ich mag das ja nicht, wenn so wahnsinnig viel Luft dabei ist, vor allem nicht als Händler. Wobei, das Set, wie gesagt, bekomme ich eh nicht. Das ist die Kiste mit einem netten Design. Gefällt mir. Bisschen Action, 10 plus, das passt. Die Abenteuerrückseite, 2, wenn sie fürchten müsste. Also wirklich. Ein paar Funktionen. Es gibt aber Funktionen. Es gibt natürlich kein B-Modell, das ist wieder weggespart, wie immer, obwohl es sich hier von den Teilen her sehr anbieten würde, aber es kostet natürlich Entwicklungsaufwand und ihr wisst, Lego ist wirtschaftlich knapp dran, da ist kein Platz. Dafür aber trotz des hohen Preises haben wir selbstverständlich Aufkleber und kein B-Modell, es gibt doppelt keinen Sinn und wir haben eine Anleitung, die ist designfrei, wie ihr es von Lego kennt und sie ist, es ist kein Icon-Set von bei den 18 Plus Sets denkt Lego ja, die Kunden können toll bauen. Das ist ein 10 Plus Set, das heißt, hier sind teilweise wirklich eine Seite ein Stein. Unglaublich, es ist ein Technik Set. Es ist ein Technik Set und manchmal ist auf einer Seite ein Stein. Es ist eine sehr, sehr dicke Anleitung. Wir haben 350 Bauschritte, glaube ich, hatte ich mir gemerkt. Oder sind sogar ein paar mehr, muss mal gucken, kurz hinten. Oh, jetzt wird hier die Funktion am Ende sogar noch erklärt. 367 Bauschritte für 1100 Teile Technik. Das ist der Knüller. So, jetzt messen wir es aus, damit wir es wissen, weil ich bin relativ groß, vielleicht fällt es nicht immer gleich auf. Das Ding hier ist recht typisch. Ist nicht sehr viele Teile, keine großen, aber es ist viel Platz, das einnimmt. 61, 62 cm. In der Länge sind wir so bei, auch 60 ungefähr. Moment. 56, 57 cm und in der Höhe hier hinten bei 22. So, jetzt haben wir mal die Fakten drumherum. Wir wissen, worüber wir reden. Jetzt kommt dazu meine Einschätzung. Es ist sehr schmal. Es ist sehr schmal. Ich glaube, wenn ihr es von oben seht, wisst ihr am ehesten, was ich meine. Dass nicht sehr viel los ist, weil das hier unglaublich eng ist. Die sind auch sehr dünn und sie sind auch wirklich dünn. Und zwar auch noch gebogen dünn. Das heißt, das hier ist ein Liftarm, sind die Flügel dick. Das ist ein Liftarm. Vorne sind Curved Slopes dran. Es ist wirklich nur der eine Liftarm. Ihr seht es von allen Seiten. Ich versuche euch nichts wegzuschummeln. Es ist ein Liftarm so, diese Tragfläche. Und das hier sind sieben Noppen. Es sind Dreierpaneele mit einem noch in der Mitte. Es ist... Ich stelle es euch mal mittig hin, damit ihr genau seht. So, es ist wirklich, das ist super schlank. Super schlank. Deswegen immer die Frage, wie, 1100 Teile ist ja riesig. Und richtig, es ist ein ganz dünnes Kreuz. Wir haben aber ein Flugzeug und ich freue mich drüber. Ich freue mich richtig drüber, dass es ein Flugzeug ist. Da es ein bisschen Abwechslung in die Sache reinbringt. Ein bisschen. Wir hatten jetzt ein paar Helikopter ja und so Osprey-Versuche von Lego. Aber wir hatten jetzt den Airbus natürlich und... wir hatten ja davor auch die 42 und 52 und davor die 93, 9396, war ja auch genau in dem Farbschema auch ein Helikopter. Und jetzt freue ich mich, dass wir nach der 42025, traumhaftes Cargoplane und dem Air Race Jet, dass wir jetzt hier nochmal wieder Richtung Flugzeug gehen. Das freut mich. Gibt ein bisschen Abwechslung rein, vor allem was die Funktionen angeht. Und das finde ich schön. Die Teile sind auch gut, die hier verbaut sind. Wir haben wenig bis kaum Farbseuche, ein paar Zahnräder eigentlich. Wir haben natürlich die blauen Pins, aber wie ihr seht, es sind gar nicht so viele blaue Pins. Das meiste ist über rote Achsen und über schwarze gelöst. Das ist ziemlich entspannend. Es ist nicht irrsinnig stabil, wenn es auf seinen Räderchen steht. Aber es ist ja ein Flugzeug, das Zeug soll fliegen.
Dementsprechend ist eigentlich eher wichtig, kann man das gut nehmen und es ist ab 10, kann man damit rumspielen. Und das kann man damit einwandfrei. Und zwar, hui, also das geht. Das ist super leicht, super, super leicht und man kann es sehr, sehr gut tragen. Also überhaupt keine Schwierigkeiten an der Stelle. Jetzt mal ein Punkt. Barbat, bist du hässlich? Was ist hier an den Proportionen los, dass das Ding so kantig ist, obwohl es immerhin hier runde Panels hat? Und ich denke, es liegt hauptsächlich an diesen dramatisch hässlichen Gondeln. Die sind ja zum Davonlaufen hässlich, die Dinger. Und vor allem angebracht an diesen super geraden Tragflächen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist da los? Das Ding sieht ein bisschen aus wie diese etwas 15 plus Jahre her City-Flugzeuge, diese kleinen Postflugzeuge. Das waren auch einfach so, war ein Kasten. Das war ein Schuhkarton mit links und rechts irgendwie einem Flügel dran. So, daran erinnert mich das. Das Ding hat, auch weil es hier unten, das ist ein 90-Grad-Winkel hier, gell? Es geht einfach, es ist ein Kasten, es ist ein 90-Grad-Winkel. Es ist aber keine Übertreibung, es ist ein 90-Grad-Winkel. Das Ding sieht aus wie ein langgezogener Karton einfach nur. Es ist einfach ein Karton mit quer. Und dann super stark sich, und das macht natürlich noch mehr Eindruck, wenn es so steht. Das Ding sieht echt überhaupt nicht gut aus. Gar nicht. Ich mag es aber trotzdem. Ich mag es irgendwie. Hübsch hässlich. Ich mag es. Ich mag es, weil es ein Flugzeug ist, weil man es gut tragen kann. Und weil es, und jetzt haltet euch richtig alle fest, B-Modell fehlt. Wir haben keine motorisierten Funktionen, gar nichts. Aber wir haben Funktionen. Und die freuen mich. Und zwar haben wir Kurbelfunktion. Das finde ich besonders aufregend. Wir haben eine Klappfunktion, wir haben eine Kurbelfunktion und wir haben eine Gummifunktion noch dabei. Die Gummifunktion ist sehr aufregend und mit einem Highlight starte ich sehr gerne. Wir haben hier diesen Griff, diesen Hebel. An dem kann man ziehen. Und seht ihr, was die Triebwerke schon machen? Die Propellerchen? Sie drehen sich. Und so drehen sie sich richtig. Und das kann man tatsächlich, es geht nicht in einer Hand, aber man kann es so halten und so. Man muss einen richtigen Speed finden dafür, denn das dauert einen Moment, bis es zurückgelaufen ist. Ihr könnt nicht so ganz schnell das machen, weil dann habt ihr immer zwischendurch leere Momente, weil das die Zahnräder noch nicht gegriffen haben. Das ist eine sehr coole Spielfunktion. Ziehen, funktioniert einwandfrei, funktioniert ohne Probleme. Nicht ganz, ganz schnell machen, ein bisschen langsamer und dann habt ihr hier wirklich Freude dran. Man kann es nicht nehmen, weil es so kurz nur nachläuft, um jetzt hier groß rumzufliegen, weil es ist halt sofort aus. Dafür ist der Widerstand im System zu groß. Aber es ist echt nett. Daran kann man wirklich nichts aussetzen. Das passt. Nächste Funktion sind hier diese schwarzen Zahnräderchen, sind auf beiden Seiten, deswegen ist es egal, welches ich nehme. Und hier dreht man schon ein Momentchen. Da klappt man nämlich das Fahrwerk ein. Ihr seht, vorne klappt sich schon weg und die großen wandern in diese absurd hässlichen Gondeln rein. Damit haben sie wenigstens irgendeine Verwendung. So, jetzt sind sie fort, nicht wirklich verkleidet, die sind ja auch ziemlich offen. Aber das ist das System, das ist die Funktion. Und dann haben wir noch eine Funktion, das ist hier dieser Schalter, an dem kann man tippen und dann kommt das Wasser raus zum Löschen des Waldbrandes oder was auch immer passiert ist. Kommen hier ein paar von den 2x2 Bricks raus. Ist mit einer Feder gelöst, deswegen schnalzt das auch immer wieder zu, wenn man das, ja, flop, geht. Das geht direkt zu. Also, ja. So, damit haben wir die Funktion geklärt und ihr habt noch eine Klappfunktion hier oben zum Nachfüllen des Wasservorrats. Und da seht ihr auch die Feder nebendran für den Mechanismus vom Öffnen und Schließen. Das war die Funktion. Können wir noch mal kurz so ein bisschen drüber sprechen. Interessantes neues Teil ist das hier vorne. Das ist so ein abgerundeter, sieht farblich ein bisschen anders aus. Ihr seht, das ist ein anderes Material als die. Ist ein bisschen, oder ihr seht, das ist ein bisschen, ja, ich glaube, ihr kriegt das mit der Beleuchtung auch hin. Ist egal, passt aber soweit. Ist relativ nah am Gelb dran. Das ist ein Curved Panel nach vorne. Wird natürlich, denke ich, jetzt häufig auch in Autos benutzt vorne, um so Scheinwerferabdeckungen zu machen. Und solche Geschichten ist jetzt hier dabei. Wir haben die Panels hier, die kennt ihr aber jetzt aus dem Volvo, zum Beispiel aus dem Knicklaster, kanntet ihr die. Die waren jetzt auch im John Deere, waren die drin. Diese kleinen Paneele sind immer eine nützliche Sache. Generell
sind viele dieser Paneele natürlich sehr, sehr nützlich, um sie wieder einzusetzen. Wir haben ein paar Sachen, die neue dazugekommen sind, ein paar Paneele und auch Konnektoren, die kennt ihr aber aus dem Daytona schon oder aus dem Airbus oder aus verschiedenen. Also das ist nicht alles so wild, was hier drin ist. Es sind sehr viele Technik-Standardteile und das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich glaube, mein Thema ist jetzt dieses. Das Set kostet 110 Euro. Das heißt, wir haben 10 Cent pro Teil. Ziemlich genau 10 Cent pro Teil. Wir haben keine Lizenz, was ja für Lego immer eine Entschuldigung für 40% Aufschlag ist. Und wir haben keine Power-Funktion drin. Also die heißt eine Powered-Up-Funktion drin. Was für Lego ja auch immer die Entschuldigung ist, absurd im Preis hochzutreten. Und es ist Technik für 10 Cent das Teil. Das sehe ich nicht. Es tut mir leid. Das sehe ich auch in dem Set nicht. Die Spielfunktion ist wirklich, wirklich gut. Die ist wirklich gut, aber ich sehe es nicht gerechtfertigt. Wenn wir jetzt natürlich andere Sachen für 100 Euro anschauen im Markt von Lego, dann hat man hier wenigstens etwas, mit dem man was anfangen kann. Keine Frage. Aber für Technik war preislich wesentlich besser. Ich erinnere mich immer noch gerne daran und es ist nicht so lange her. Und da habt ihr für das Geld, was in der Größe mit Power Functions bekommen. Richtig. Und das hier ist zu wenig. Ich finde es cool, dass es gekurbelt wird. Ich mag das auch, wenn Funktionen drin sind, die nicht zwingend mit einer Motorisierung laufen. Ich mag auch die Sachen, die es früher sehr stark gab, Ready for Power Functions. 9396, der Helikopter war so einer, den habt ihr gekauft. Der hatte die Funktion, der hatte auch die großen Rotorblätter, diese Spezialteile etc. Und wenn ihr einen Motor hattet, konntet ihr ihn einfach dran stecken und es ging los. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Idee immer. Aber da muss der Preis halt auch stimmen. Und das hier ist eingepreist, als wären Motoren drin und sind keine drin. Und das ist, ja, stört. Jetzt nochmal so eine ganz allgemeine Sache von mir. Und zeige ich euch auch gleich noch einen Freund dazu. Dieses Set hier ist voll verkleidet. Und das kann man schon als beeindruckend sehen. Es gibt keine Löcher in irgendeiner Form. Was bei diesen großen Autos, die ja nur ins Regal sollen, natürlich ein Vorteil ist. Weil da will man ja diesen Look haben, als wäre es ein Modell. Aber das Ding ist geschlossen, sogar von unten. Also hier natürlich soll das Fahrwerk rein und raus und hier ist die Funktion. Aber ansonsten ist das Ding voll verkleidet. Und ich finde das eine interessante Strategie, dass man die Technik nicht sehen soll, die hier drin abgeht. Und das finde ich schade, denn insbesondere dieser Mechanismus hier, der sich da abspielt. Ich meine, ich kann das ein bisschen abnehmen und ihr könnt vielleicht erahnen, dass das hier drin stattfindet. Der funktioniert jetzt nicht, weil ich es auf dem Kopf stehen habe. Ja? Es muss runtergehen, damit es passt, weil das die Schwerkraft ist. Ich würde es euch gerne zeigen. Die hier drin, die Zahnräder, die sind locker. Die sind locker tatsächlich, die Zahnräder. Und die sind unten auf diesem Ritzel von dieser Stange, die da rein und raus wandert, ja, die man hier zieht. Das ist dieser normale Extender, den kennt ihr von ganz vielen Sets. Und da ist ja ein Ritzel oben drauf und da liegen die Zahnräder. Und solange es so ist und die Schwerkraft die drauf drückt, passiert was. Wenn ich es rumdrehe, lösen sich die Zahnräder davon und dann passiert genau nichts, wenn ich das hier drehe. Ich würde es euch gerne im Detail zeigen, aber die Technik ist versteckt. Und das finde ich bei einem Spielset doof als Entwicklung, muss ich sagen. Ich finde es keine gute Richtung. Bei diesen Model-Team-ähnlichen Autos hätte ich lieber die Systemsteine, die dann alles verdecken, damit es schön aussieht. Und drin ist die Technik verborgen, die interessiert keinen im Regal. Aber das hier ist ein Spielset. Und nur damit ihr jetzt mal die Idee bekommt, von was redet der alte Mann. Das hier ist auch eine aufkleberlose 42025. Knapp 10 Jahre her. Preislich war es gleich, inklusive Power Functions und wesentlich mehr Funktionen und aufregende Funktionen, aber nicht dieser hier. Also diese wirklich schöne Funktion hat nur der hier. Das wurde hier über einen Elektromotor geregelt. Aber versteht ihr, was ich meine, auch was die Dicke des Flugzeugs angeht? Deswegen war ich so überrascht. Ja, das ist einfach, das ist ein absurder Unterschied zwischen den beiden. Und auch wenn wir darüber reden, dass ich sage, man sollte die Technik sehen. Also hier sieht man sie halt noch. Und ich denke immer wieder dran, dass die meisten Kunden bei Lego ja Neukunden sind. Also früher war Lego ja ein Geheimtipp zu der Zeit. Ja. Und jetzt ist ja Lego so ein, ja,
aber keiner weiß mehr, wo die herkommen. Und sowas hier, was jetzt so als Gerippe hier steht, war früher der Standard. Also damit ist man gegangen. Technik war ein Gerippe. Und man hat drin gesehen, was passiert ist. Und man konnte auch dran arbeiten, weil ja noch Platz war. Und heute ist Technik sowas hier, was unglaublich dicht ist. Und man hat keine Chance mehr, an irgendwas ranzukommen. Wenn man irgendwas sieht, es ist verloren. Auch bei denen ist es schwer genug ranzukommen. Aber man hat ja mit dem Finger wenigstens irgendwo hingeguckt. Man sieht jedes Zahnrad, das bewegt. Das ist quasi der Stolz der Funktion. Und dazu natürlich auch noch manuelle Geschichten, dass man Sachen machen konnte. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz klarer Unterschied hier. Hier kann man mit der Hand das so machen. Ja, das geht natürlich mit der Hand am Ding. Hier gab es dafür Hebel, um das zu lösen. Und auch hier, ja. Es gab halt Hebel, um Sachen zu zeigen, die machbar sind. Und das war cool. Es ist eine andere Philosophie. Und dann merke ich immer, ich denke mir, warum gefällt mir Technik nicht mehr so sehr? Das ist halt meine Technik und das ist das, was heute Technik ist. Und es ist einfach ein massiver Philosophieunterschied. Und weil teilemäßig sind die nicht weit auseinander, klar hat er mehr Teile. Aber die sind nicht Teile und wie gesagt, Power Functions noch drin. Viel mehr Funktionen. Aber das ist gar nicht der große Unterschied, es ist die Philosophie. Die hat sich verändert. Das Ding wollte nicht gut aussehen im klassischen Sinn wie ein Modell. Aber das hier hat natürlich den Charakter, dass man sagt, ja, aber die Kante da stört mich. Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, an dem Ding zu sagen, die Kante stört mich. Der sieht aus, als wäre irgendwie von Zombies angegriffen worden und ausgeschlachtet. Irgendwas ist mit dem geschehen. Aber darum ging es gar nicht. Man hat gesagt, guck mal, das coole Frachtflugzeug. Und das Ding hat natürlich ein B-Modell. Ein sehr cooles. Ich habe noch kein Video, glaube ich, über das B-Modell gemacht. Ich mache nochmal ein Video über den hier. Und das ist das Thema. Deswegen, ich glaube, ich motz gar nicht so sehr über das Set. Das Set ist in der aktuellen Lego-Technik-Philosophie ein gutes Set. War besser als der unfassbar hässliche Ford GT. Aber ich habe jetzt an denen wirklich direkt nebeneinander gemerkt, das ist das, was sich in 10 Jahren Technik geändert hat. Und wenn man es mag, dann ist es eine super Entwicklung. Wenn man das hier mochte, ist es halt eine traurige Entwicklung. So ist es. Genau. Das waren meine Gedanken dazu. Dann haben wir den auch noch, das exklusive Ding. Jetzt hatte ich es auch. Und die nächsten Technikfahrzeuge stehen ja schon wieder an. Demnächst kommen natürlich auch Videos dazu. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt nette Leute um euch und bis bald.